scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Okay. Und deswegen jetzt hier zum Victor Center. Als diplomierter Informatiker mit über 12 Jahren Berufserfahrung kennt er sehr gut die herausfordernden und schwierigen Projektsituationen. Um diesen Alltagsherausforderungen und sich selber besser zu meistern, hat er sich auf die Suche gemacht und unterschiedliche Methoden und Persönlichkeitstransformationstechniken kennengelernt. Durch verschiedene ganzheitliche, nicht-invasive Methoden und Techniken unterstützt er Menschen dabei, mehr Gelassenheit, mehr Vertrauen, auch mehr Mut in sich wahrzunehmen und mehr Lebensqualität in ihren Alltag zu bringen. Sein Thema heute: Mut, Prinzip des Lebens. Lieber Victor, das Mikrofon geht an dich. Wir freuen uns. So, danke, liebe Martina. Ich habe nur gesehen, meine Kamera war plötzlich aus. So, ja, herzlich willkommen auch meinerseits. Und Martina, danke für diese ganz wunderbare Einleitung. Ja, ich freue mich, da zu sein und auch meinen Beitrag zum heutigen Thema Mut, weil ich finde, Mut ist einer der wichtigsten Prinzipien unseres Lebens. Also wenn kein Mut gibt, gibt es keine Erneuerung, kein Entdecken, kein Fortschritt. Und Mut ist das Zarte, was in allen steckt. Also wenn ein Aufbruch irgendwo ist, es ist ein Aufbruch ins Unbekannte. Und das ist für mich einer der Prinzipien im Leben, weil das Leben ist eine ständige Veränderung, ein ständiges Wachsen und eine ständige Bewegung ins Unbekannte. Und viele von euch kennen schon diese Art von Mutproben, vielleicht schon im Kindesalter oder Jugendlichen im Freibad oder im Schwimmbad und in der Schwimmhalle, wo es heißt, wer springt höher oder wer kann höher springen. Und das heißt, erstmal vom 1 Meter Sprungbrett, alles easy, alles gut, man nimmt Anlauf, man springt, super. Und nach ein paar Anläufe sagt so, ich bin bereit, höher zu gehen, also auf den 3 Meter Sprungbrett. Und siehe, ja, alles easy, alles gut. Und dann geht es auch weiter auf dem 5 Meter Sprungbrett. Da ist ein bisschen anders, dann bemerkt man, okay, von da oben sieht das Wasser ein bisschen anders aus, ist eine gewisse Höhe. Und da beginnt man sich zu spüren, was es tut. Also das Herz schlägt plötzlich schneller. Man spürt sich selbst. Man spürt auch so ein Unwohlsein oder es tut sich was im Körper. Und ja, man fasst den Mut und man springt. Und dann plötzlich, ja, ein paar Mal. Und es geht auch weiter auf dem 7 Meter und dann Ziel ist es auf jeden Fall 10 Meter. Und ich glaube, jeder von euch, die schon mal 10 Meter Hochsprung gewagt hat und erlebt hat, kann sich noch gut erinnern, welche Gefühle plötzlich da waren. Einfach schon Schweißausbrüche vielleicht, wenn so die letzten Stufen auf der Treppe angegangen sind und von da oben die ganze Halle ganz klein aussah. Und diese Tiefe, man muss sie gar nicht sehen, aber man spürt, also man spürt plötzlich diese Gefahr. Und das ist für mich genau dieses Moment, wo plötzlich die Angst real wird. Und jeder von uns hat auch so einen Moment im Leben oder mehrere Momente, wo wir vor einem was Unbekanntes stehen und wissen, wenn ich jetzt springe, dann springe ich ins Unbekannte und das Ende ist nicht abgesichert, ist nicht abzusehen, springe ich gut, springe ich schlecht. Man schaut nur, dass man nirgendwo nicht Menschen da unten sind, also in diesem Fall.
Und es braucht eine gewisse Zeit. Und manche kommen und sagen, okay, ich springe einfach. Und manche, bei manchen, es geht auch so, dass sie vielleicht runtergehen und erstmal das verschieben. Und es ist vollkommen okay, durch diese Erfahrung zu gehen. Und das ist so interessant, weil es passiert unbewusst. Es passiert erstmal auf einer spielerischen Art und Weise. Und das Sprungbrett oder das Springen ist für mich dieses Springen am höchsten ist eine spielerische Möglichkeit, wo wir als Kinder schon als Jugendlichen eigentlich unbewusst machen, was wir später im Leben bewusst machen sollten oder könnten oder müssten, wirklich Mut proben. Also wir erproben unseren Mut und vielleicht erkennen wir, umso mehr wir das üben, was auch Jean-Marie gesagt hat, umso mehr gewinnen wir an Sicherheit, umso mehr sind wir sicherer. Und was bedarf zum Beispiel jetzt, um mutig zu sein im Alltag? Weil im Alltag, genauso wie im Kindesalter, im Jugendalter, auch im Alltag haben wir bestimmte Situationen, zum Beispiel in Beziehungen, was auch Gabi erwähnt hatte, schwierige Situationen sind vielleicht Alltagssituationen, aber wenn wir nicht achtsam sind, wenn wir nicht Mut haben, in dem Moment uns zu stellen, ehrlich zu sein, offen zu sein, das anzusprechen, es führt auch zu Verletzungen, zu Missverständnissen. Wenn wir nicht den Mut haben, offen zu sein und bereit zu sein, unsere Fehler zuzugeben, es schließt sich was. Das heißt, wenn wir nicht den Mut haben, präsent zu sein und mit uns in Verbindung zu sein und auch ehrlich aussprechen oder unsere Verletzungen auch zeigen, es führt auch zu einer Art Verschließen. Das heißt, wir wagen es nicht, wir treten zurück und wir gehen an dieser vermeintlichen Gefahr vorbei. Also wir vermeiden eine Gefahr und das ist eine Möglichkeit, sehr gute Möglichkeit, effektive Möglichkeit, Gefahren zu vermeiden. Das heißt, ich erkenne die Gefahr, ich ertappe eine Gefahr und ich entwickle Strategien langsam auch mit der Zeit, um dieser Gefahr umzugehen. Was dann aber passiert, dass so viel Energie reingesteckt wird, um Probleme umzugehen, anstatt die zu lösen. Das heißt, zum Beispiel Verschieberitis ist eine super Möglichkeit, super Beispiel, um die Gefahr, die Aufgaben, die man vor sich weiß und kennt und spürt, also diese Gefahr, durchzugehen. Und was braucht es, um mutig zu sein? Wir brauchen Offenheit, wir brauchen Bereitschaft, wir brauchen Neugierde. Also Kolumbus hätte zum Beispiel Amerika nicht entdeckt, wäre er nicht mutig gewesen, eine neue Route anzugehen. Das heißt, er hat durch die Überlegung nicht den bekannten Weg, sondern einen neuen Weg, hat er dadurch eine komplett neue Welt entdeckt. Und das ist für mich auch den Mut des Lebens im Alltag, immer wieder neu mich zu definieren oder auch schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wo ist diese unbekannte Grenze, wo ist diese Komfortzone und wie kann ich über mich selbst hinauswachsen. Und ich glaube, Liebe ist ein gutes Beispiel für den Mut, diese Zartheit in uns, unsere Gefühle zu spüren, unser Herz zu spüren, die unterschiedlichen Nuancen wahrzunehmen und auch zu bemerken, wie komplex wir sind oder wie paradoxal wir eigentlich sind, dass wir uns manchmal selbst nicht verstehen oder dass wir uns selbst irgendwie eine Situation manövrieren, wo so wie eine Deadlock-Situation. Und wie kommen wir daraus? Und das ist mit Mut und Hoffnung und Kraft. Und wenn ich diese Kraft entwickle, wie einen Muskel zu trainieren, und wenn ich auch die Klarheit habe, die Situation zu erkennen, und in dem Situation auch den Mut zu haben, diese Präsenz zu halten, dann habe ich auch vieles geschafft, in dem Moment diese Kraft des Lebens, des Schöpfers zu spüren,
zu sagen, ich bin da, ich nehme mich wahr, ich nehme dich wahr, ich nehme diese Situation wahr und ich möchte nicht aufgeben. Das heißt, ich glaube und ich habe die Hoffnung, selber meine Wirkung in diesem Leben zu machen. Das heißt, nicht aufgeben, es bin sowieso nichts oder das ist nicht meine Rolle, sondern sagen, vielleicht ist nicht meine Rolle, aber ich muss dazu was sagen. Oder ich frage mal, kann ich dazu einen Beitrag machen? Und manchmal haben wir einen Übermut. Wir denken gar nicht, wir springen einfach vom Turm manchmal. Wenn wir das nicht machen, spüren wir eine Art Schwermut, so wie, ja, das tragen wir auch mit uns. Und für mich ist wichtig, dieses Gefühl von Freiheit, von Leichtsein, von ich möchte eine Wirkung haben. Und das schaffen wir, indem wir uns ganz bewusst auch im Alltag, im Detail diese ganz zarten, diese ganz kleinen Situationen genauer anschauen und bemerken, das ist was. Was genau ist das? Was ist unter diesem einen Stein, der auf der Wiese liegt? Ah, da sind vielleicht ein paar zarte Pflänzchen, die sind einfach da versteckt und die können nicht rauskommen, weil dieser Stein einfach da ist, weil ich selber versuche, mich zu schützen. Das heißt, wir brauchen Schutz in solchen Situationen, was auch selbstverständlich ist. Nur der Mut ist genau die Möglichkeit, in solchen schwierigen Situationen zu agieren. Also den Mut fassen, aktiv den Mut fassen und den Schritt nach vorne zu wagen. Und wie alles im Leben, es soll und geübt werden. Und umso mehr wir in Übung kommen, desto leichter ist es. Und ich wünsche Ihnen, euch allen, viel Spaß und Freude zu üben, jeden Tag, Alltag. Wie die Buddhisten sagen, sterben, leben und sterben, stirbt mindestens einmal am Tag. Das heißt, was loszulassen, also mutig zu sein, was Altes loszulassen, was mir nicht mehr dient und was Neues zu entdecken, was mich weiterbringt. Und ich wünsche Ihnen einen frohen Mut und Leichtigkeit. Vielen Dank, Victor Center.